In diesem Star Wars Versus tritt ein Dreadnought der ersten Ordnung gegen zwei Sternzerstörer der Imperiums 2 Klasse des Imperiums gegeneinander an. Wie immer werde ich euch in diesem Versus zunächst die Daten und Stärken der beiden Schiffe aufzeigen, dann abwägen, wer meiner Meinung nach dieses Duell gewinnen könnte, und zum Schluss könnt ihr darüber abstimmen, wer eurer Meinung nach hier als Sieger hervorgehen müsste. Die Dreadnoughts der ersten Ordnung der Mandator 4 Klasse waren quasi mobile Waffenplattformen. Mit einer Länge von über 7,5 Kilometern transportierten sie zwei riesige Orbitalgeschütze mit in die Schlacht. Wie man während der Schlacht von Dakar gesehen hat, waren diese Geschütze dazu in der Lage, mit nur ein paar wenigen Schüssen ganze Landstriche auf Planeten in Schlacke zu verwandeln. Gleichzeitig konnten sie aber auch dazu genutzt werden, um Großkampfschiffe unter Beschuss zu nehmen. Des Weiteren waren diese Dreadnoughts mit 26 Punktverteidigungstürmen ausgestattet, die idealerweise dazu genutzt werden konnten, um gegnerische Jäger zu vernichten. Der Mandator 4 Dreadnought brachte auch TIEs der ersten Ordnung mit in die Schlacht. Die genaue Anzahl von TIE-Jägern ist jedoch unbekannt. Da aber das Hauptaugenmerk dieses Dreadnoughts auf seinen beiden massiven Kanonen lag, trug er vermutlich nicht mehr als zwei TIE-Staffeln mit in die Schlacht. Auf der anderen Seite des Schlachtfeldes treten zwei Sternzerstörer der Imperiums 2 Klasse an. Diese waren mit einer Länge von 1,6 Kilometern wesentlich kürzer als der Dreadnought der ersten Ordnung. Dafür besaß ein Sternzerstörer dieser Klasse eine wesentlich traditionellere Bewaffnung. Ein solches Schiff war ausgestattet mit 60 Turbolasern, die generell schweren Schaden anrichten konnten, und mit 60 schweren Ionenkanonen, die besonders gegen elektrische Schaltkreise effektiv waren. An Bord konnten solche Sternzerstörer 72 TIE-Jäger und zwei Gozanti-Kreuzer mit sich führen. Diese Gozanti-Kreuzer konnten dabei vor allem sehr gut als Jägerabwehr genutzt werden, da die Sternzerstörer dafür mit ihrer sehr schweren Bewaffnung nur sehr schlecht geeignet waren. Was genau für TIE-Jäger ein solcher Sternzerstörer mit sich führte, war von Fall zu Fall unterschiedlich. Wir werden aber heute davon ausgehen, dass jeder dieser beiden Sternzerstörer zwei Staffeln normaler TIE-Jäger, zwei Staffeln Abfangjäger, eine Bomberstaffel und eine Staffel von TIE Defendern mit sich führte. Jetzt, da wir wissen, wie die beiden Schiffstypen ausgestattet sind, werde ich versuchen, ein Fazit zu ziehen, welche dieser beiden Parteien gewinnen würde. Für den Dreadnought der ersten Ordnung spricht natürlich, dass er 30 Jahre jünger ist als ein imperialer Sternzerstörer und somit auch über bessere Waffen und Schilde verfügt. Mit seinen Orbitalkanonen ist er vermutlich dazu in der Lage, einen einzelnen Sternzerstörer mit wenigen Schüssen zu vernichten. Ein oder zwei Schüsse würden wahrscheinlich noch von den Schilden absorbiert werden, die nächsten Schüsse würden den Sternzerstörer dann aber vermutlich auseinandernehmen. Zudem haben seine TIE-Jäger den Vorteil, dass sie Schilde besitzen und besser bewaffnet sind als die TIEs des Imperiums. Auf der anderen Seite sind die TIEs des Imperiums auch ein großer Vorteil für die Sternzerstörer. Denn die vier Gozanti-Kreuzer müssten theoretisch ausreichen, um die zwei Staffeln an TIEs der ersten Ordnung zu beschäftigen und schließlich zu vernichten. Und der Mandator hat keine Waffen, um sich gegen diese Gozantis zu verteidigen. Die Orbitalkanonen sind zu groß, als dass sie diese kleinen Schiffe treffen könnten, und die Punktverteidigungstürme sind zu schwach, um gegen die Gozantis etwas auszurichten. Und somit hätten die 144 TIEs des Imperiums freie Bahn gegen den Mandator. Natürlich besitzt dieser die Punktverteidigungsgeschütze, aber wie die Schlacht von Dakar gezeigt hat, reichen einige erfahrene Piloten, um diese auszuschalten. Und wenn diese Jägerverteidigung ausgeschaltet wäre, könnten die TIE-Bomber und TIE-Defender all ihre Torpedos auf den Mandator loslassen. Zusammen mit dem Beschuss der Sternzerstörer dürfte das ausreichen, um den Mandator der ersten Ordnung auszuschalten. Das aber auch nur, falls diese beiden Sternzerstörer so lange überleben. Die alles entscheidende Frage ist also, wie schnell kann der Mandator mit seinen Orbitalkanonen beide Sternzerstörer ausschalten? Denn alleine würden es die TIEs vermutlich nicht schaffen, den Mandator zu zerstören. Wenn die Orbitalkanonen aber so langsam wären, dass einer der beiden Sternzerstörer so lange überlebt, um einige Salven auf den Mandator zu feuern, würde vermutlich der Mandator bei diesem Duell verlieren. Und deshalb denke ich, dass die beiden Sternzerstörer dieses Duell vermutlich gewinnen würden. Aber was sagt ihr? Wer würde eurer Meinung nach gewinnen? Hier oben rechts in der Infokarte könnt ihr darüber abstimmen. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr mir ein Abo dalasst und mal auf meinem Discord Community Server vorbeischaut. Den Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Und wenn ihr jetzt noch mehr von mir sehen wollt, schaut mal hier oben rechts in die Infokarte.
Da verlinke ich euch ein Video darüber, wo und von wem die Raumschiffe in Star Wars hergestellt wurden und eine Playlist mit all meinen Versus-Videos. Damit wünsche ich euch noch einen schönen Tag und möge die Macht mit euch sein!